So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da mit Fury, die jetzt voller Zorn ist, denn ich habe keine Zornenergie mehr. Jo, kommt her, Alter. Okay, das könnte... Boah! Böse enden. Oder auch nicht. Lol, das war's. Ja, mittlerweile machen unsere Attacken auch ordentlich Damage. Und wenn wir dann auch gut kombinieren und vorsichtig sind, dann ist das Spiel auch gar nicht mehr so schwer, muss man sagen. Man muss halt immer erst den richtigen Schwung finden, würde ich sagen. So, da holen wir noch das Item. Hier geht's aber auch weit. Ja, aber hier auch. Ich mach mal schnell das Tor hier auf. Vielleicht ist ja auch einfach nur eine Abkürzung. Ach, guck mal, hier ist ein neuer Vulgrim-Posten. Also kein neuer Vulgrim-Posten. Wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Nice. Wir sind also einmal im Kreis gelaufen. Waren wir... Ist das dein Herz? Ist das weiß, dass wir hier sind? Nein, dein Schrei wird es eher eingeschläfert haben. Ja, das war es, Kassus. Wer von euch beiden wohl schlimmer ist? Ich, natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Vieh macht mir schon so ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt möchte ich dagegen nicht kämpfen. Rupp. Okay. Och nö. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz den machen. Bam. Scheißvieh. Danke. Dann wollen wir noch da hochkommen. Und diesen Kack-Magier da ausschalten. Ich habe einen Weg gefunden. Wuhu. Okay. Das wäre das. Wollen wir nochmal gucken, wo es jetzt weitergeht? Ach, wahrscheinlich da drüben natürlich. Gut. Dann hüpfen wir hier mal schnell hoch. Und hier. Es scheint so, als würden die nächsten Todsünden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Okay. Hier waren wir auch schon. What the fuck? Wow! Hm.
Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt das Gebilde einen Sinn. Das hat sie nicht gerade wirklich gesagt. Ah, ich glaube, ich... Ja, genau, das wollte ich auch gerade... Ah, Mann! Oh Mann, wieso ist das denn hier mit der fucking... Kann ich mit einer anderen Taste markieren? Ich will nicht mit der, ich will mit der Tabulator-Taste markieren. Blocken, Kreuzklinge, ja. Zielmodus Q, Gegnerauswahl ist Caps Lock. Left Shift. Huch! Ah, so. Kann ich das Vieh jetzt... Nö. Ach so, jetzt komme ich da lang. Ah, ich flüchte vor dem Vieh. Dein Ernst? Das? Eine der sieben? Möglich. Vielleicht hat sich eine seit dem letzten Mal verändert. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. So, Wulli. Ja, den Rest. Jetzt haben wir da oben ein rosanes Zeichen für... Ein besonders bundesiger Ort. Was? Hast du nichts gelernt? Der Schein trügt. Außerdem zeigt sich Wollust nie wie erwartet. Was genau hast du damit gemeint? Die Vorstellung von Sünde ist eines. Das Konzept der Wollust ist etwas ganz anderes. Vor allem das menschliche Konzept der Wollust. Okay. Verstehe. Wie zum Beispiel Lust auf. Such es dir aus. Die Menschen haben ziemlich viel Fantasie. Wollust erscheint jedem in anderer Gestalt. Das macht ihn so gefährlich. So gefährlich, Herren? Auf keinen Fall. Dieser Beobachter geht mir auf den Sack, oder diese Beobachterin? Oh, das sieht doch aus wie eine Bosskampfarena. Wollust! Erreizt du, wonach mich gelüstet? Was gibt es in dieser zerrotteten Welt noch zu begehren? Macht. Ich hatte dich immer für die Schlaue gehalten. Schade. Wie komme ich zu diesem ausgesprochenen Vergnügen? Immerhin, ein Besuch von einem legendären Reiter. Ich habe hier nur eines zu erledigen. Müssen wir uns der Gewalt hingeben? Du besitzt bereits meinen Respekt. Dein Respekt interessiert mich nicht. Bloß dein Kopf! Jetzt komm, Fury. Ich bin kein Barbar wie die anderen. Nein, wir müssen uns nicht nochmal als Feinde begegnen. Erzähl das dem feurigen Rat. Der ist nicht hier. Darum sage ich es dir, Königin der Reiter. Mächtig, bewaffnet mit der Flammenfähigkeit, einer Kreuzklinge, deiner legendären Peitsche. Ich trotze deinen Verlockungen, Wollus. Wirklich? Die Wahrheit ist oft verwirrend, wenn man nicht. Du sprichst, als wären wir von Natur aus Feinde. Warum muss das so sein? Ich kenne meine Rolle im Universum. Ich frage mich, ob du deine je hinterfragst. Du bist ein Reiter. Doch wieso? Hast du diese Wahl getroffen? Und wenn ja, gab es einen Grund dafür? Halt den Mund und kämpfe! Du weißt nicht einmal, wieso du kämpfst, oder? Kämpfst du für deine Brüder? Oh, natürlich nicht. Deine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist bekannt.
Strebst du nach einer Art Gleichgewicht? Du glaubtest nie an das übergeordnete Wohl, bis es dir dienlich war. Nein, nein, nein. Mir beweist dein Tun eine ganz andere Lust auf Macht und Privilegien und Schutz vor dem unvermeidlichen Fall der Nephilim. Letztlich macht uns das zu Verbündeten. Nicht wahr? Halt dich zurück, Fury. Krieg! Was machst du? Was macht ihr alle hier? Sind wir nicht vier vereinte Reiter? Wir sind zur Bestätigung hier, dass die Mission erfüllt ist. Die Mission? Die anderen Sünden wurden durch meine Hand zerstört, toter Krieg befreit und seinen Namen reingewaschen. Und vor allem haben wir eine große Verschwörung aufgedeckt. Was für eine Verschwörung? Himmel und Hölle haben heimlich zusammengearbeitet, um die Apokalypse früher als erwartet herbeizuführen. Der Feurige Rat hat uns entsandt, gemeinsam, um auf beiden Seiten Chaos anzurichten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Die Ruchlosen werden bestraft. Du meinst das alles? Wir sollen die Herrscher beider Seiten stürzen. Und da du dieses Ziel so unerschütterlich verfolgt hast, hat der Rat verfügt, dass du die Reiter anführen sollst. Du, Fury, wirst ein neues Zeitalter auf der Erde einläuten. Natürlich. Endlich ergibt alles sozusagen göttlichen Sinn. Oh, ja? Herren, ist damit nicht alles, was du je wolltest, wahr geworden? Lass die Vergangenheit ruhen, Schwester. Heute leben wir, um dir zu dienen. Stets zu Diensten. Das ist nicht real. Was? Ach, ein Versuch war's wert. Du glaubst mich so gut zu kennen. Sehnst du dich nicht danach am meisten? Hm? Nach der Macht, andere so anzuführen, wie es dir beliebt? Was Illusion war, könnte schon bald Realität sein. Wenn du die Wünsche anderer beiseite lässt, kannst du dich auf dich konzentrieren. Letztendlich ist es deine Entscheidung. Also, entscheide dich. Du hättest sie nicht niederknien lassen dürfen! Oh, verdammt. War schon nice, alle Reiter zu sehen. Das Ding ist, ich finde es ein bisschen scheiße, dass Krieg und Tod andere Synchronsprecher haben. Weil man hat sich an die Stimmen gewöhnt. Wenn man die Stimmen nicht kennt, ja, könnte passen. Gegen der vierte Hass oder Hader? Der war okay, weil die Stimme kennt man nicht. Aber halt zu Krieg und Tod passen diese Stimmen, die sie jetzt hatten. Legt die himmlischen Schwerter nieder! Ein Erzengel, Ooziel, du schmeichelst. Ich werde dich töten, Volus. Du wirst dich nie wieder erheben. Wir hatten einen Pakt. Halt dich zurück. Warum sollte er, wenn er weiß, dass ein Pakt mit dir nicht halb so reizvoll ist wie ein Pakt mit mir? Was? Hör nicht hin. Ich kann deinen süßen kleinen Engeln wieder zu alter Pracht verhelfen. Ja, halte mir einfach dieses entsetzliche Weib vom Leib. Und wird es nicht herrlich sein, wenn du wieder mit ganzer Schar in die Himmelstore einmarschierst?
Sei still! Und diesen verdorbenen Ort zur Wahrheit und Gerechtigkeit führst. Deine Wahrheit, Erzengel Uziel. Der Himmel unter deinem Befehl. Wäre das nicht herrlich? Die siebte Legion. Gesund und munter in all ihrer Pracht. Unser Pakt ist annulliert. Nein, Uziel! Wäre das nicht spaßig? Verdammt! Sie ist gut. Sie ist sehr gut. Aber ich habe auch noch... Du sollst wissen, Alter. Dein ich habe auch noch ein Ass im Ärmel. Gegen zwei ist das schon echt fies. Wow! Was wir gemeinsam erreichen könnten, wenn du nur nicht so verdammt stur bist. Warte mal. Ich hab da noch so ein kleines, weiteres Ass. Hier! Sollte vielleicht auch treffen, ne? Verdammt! Aber diese Autoheilung ist halt nice, die man hat, wenn man in dieser Form ist. Ah, ich muss nur sie besiegen? Krass. Wer gab dir die Macht, die Toten zu erwecken? Die einzige Konstante im Universum. Die mit der meisten Macht gieren unweigerlich nach mir. Lust ist unvergänglich. Und was das Wehr angeht, wisse dies. Ich war nur eine Schachfigur. Ein Gefühl, das du sehr gut kennst, Fury. Die Engel, die dein Ross töten. Auch Schachfiguren. Wer dann? Sag's mir! Die Spieler dieses Spiels werden sich mit der Zeit zu erkennen geben. Was, wenn ich dir noch etwas Kostbareres verrate? Verschone mich und ich sage dir, wo du meine Schwestersünde Neid findest. Und warum solltest du das tun? Aus welchem Grund sollte ich diese feige Heulsuse beschützen? Sie hat noch nie an vorderster Front gekämpft. Sie hat die Gräuel des Krieges noch nie erlebt. Sie ist die erbärmlichste von uns. Bring mich an den Rand von Haven und was du suchst, wird dein sein. Ein reizvolles Angebot. Doch ich bin es leid, dass deinesgleichen mich für dumm hält. Ich werde die anderen Sünden selbst finden. Im Grunde warst du nichts als eine endlose Leere, die nie gefüllt werden konnte. Wie enttäuschend. Beende es. Ich bin bereit. Ich denke nicht. Herren! Wollusts Machtverheißung ist berauschend. Mehr noch, wenn man so von Kummer erfüllt ist. Uziels Vergehen ist verzeihlich, dieses eine Mal. Ich begreife nun besser, was mit der Erde geschehen ist und was dadurch auf dem Spiel steht. Tod nützt mir nichts. Wenn wir überleben wollen, wir alle, sind Allianzen nötig. Eine Allianz? Mit ihm? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag, dass du mir den Gefallen erwiderst. Vielleicht brauche ich ihn schon bald. Mein Wort mag nichts bedeuten.
Doch mein Leben gehört dir, Fury. Sollte ich von Intrigen gegen dich erfahren, werde ich dir davon berichten. Hast du gerade einen dreckigen Engel verschont? Er würde dir bei erster Gelegenheit den Kopf abschlagen. Du willst doch eine Beobachterin sein. Du solltest es besser wissen. Bei unserer Mission geht es um das Gleichgewicht der Welt. Und um meins offenbar auch. Wollust hat mir gezeigt, was ich werden könnte. Und das will ich nicht sein. Und was willst du sein? Ich glaube, um das rauszufinden, bin ich hier. Schon wieder darunter. Ah, wir kriegen die nächste Fähigkeit, glaube ich. Ja, es war nice gerade, also... So langsam wird Fury so ein bisschen... Sie überlegt, sie... Seltsam. Wirklich sehr seltsam. Mit jeder neuen Herausforderung beweist du mehr Tiefe. Was willst du? Du und ich, wir sind uns schmerzlich bewusst, welche endlose Parade uns die Geschichte aufzwingt. Kreaturen, die nur auf ein einziges Ziel aus sind. Doch diese Geschöpfe sind ironischerweise völlig bedeutungslos. Komm zur Sache, Fürst des Abgrunds. Es ist überraschend, nein, erfrischend, zu sehen, wie etwas in die entgegengesetzte Richtung steuert. In dir erwacht ein größeres Bewusstsein für die Schwächen, die dich in Ketten hielten. Schwächen? Soll ich sie aufzählen? Nein, danke. Ich habe in letzter Zeit genug gesehen, um zu wissen, dass es viele sind. Und genau deshalb gebe ich dir dies. Wenn du es hältst, gehört dir grenzenlose Macht. Es vibriert in meiner Hand. Ich verstehe nicht. Wenn die Zeit kommt, wirst du wissen, wann und wie du es einsetzt. Nein, noch nicht! Dieser Typ, ne? Der ist mir auch ein bisschen... Weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Aber habt ihr gerade den Blick des der Beobachterin gesehen? Die hat noch was... Die hat was im Schilde. Ich würde mich nicht wundern, wenn die uns so in der Hand hat wie im ersten Teil Krieg. Drücke 5. Hart wie Stein. 5 und 3? Eigentlich nur 3, ne? Warte mal. Nice. Wully. Sei gegrüßt. Okay, er will... Leb wohl, nichts Neues. Ach, das ist die Kraftfähigkeit. Wow. Kraft kann sich nicht gewöhnen. Fetter Hammer! Ja, das heißt, jetzt brauchen wir auch, Warte mal. LOL! So eine Kraft habe ich mir nicht vorgestellt. In der Luft ist der Reiter fliegen. Geil! Ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe vergessen was. Ach. Okay, da komme ich gar nicht so durch. Dann aber hier. Auch nicht. Ah, vielleicht soll ich auch einfach hier runtergehen. Raffinesse wird man dem Fürsten des Abgrunds nie vorwerfen können. Zeit, die nächste Sünde aufzuspüren. Bist du sicher? Das dürfte jetzt Nummer 5 gewesen sein, ne? Mir scheint, du... Zumindest hatte der Fürst des Abgrunds wohl diesen Eindruck von dir. Wenn du erleben willst, wie weich ich geworden bin, zweifle meine Entschlossenheit noch einmal an.
ja nur, etwas hat sich verändert. Ist nur natürlich, finde ich, nach allem, was du hier erlebt hast. Was meinst du? Ich sage ja nur, etwas hat sich verändert. Muss ich dich daran erinnern, dass das Gute nie absolut ist? Ebenso wenig gibt es das absolute Böse im Universum. Das sind menschliche Vorstellungen. Der feurige Rat weiß davon. Oh, du schwafelst vor dich hin. Was willst du sagen? Himmel und Hölle sind auch nichts Absolutes. Aus der richtigen Perspektive betrachtet, sind sie bloß zwei rivalisierende Mächte, die um die Herrschaft über diese traurige Lebkugel ringen. Das ist der Lauf der Dinge. Doch wieso sind ihnen dieser Felsklotz und seine Bakterienscharen so wichtig, wenn es einen ganzen Kosmos zu erkunden und zu erobern gibt? Das ist eine gute Frage. Warum die Erde? Yeah! Kann ich jetzt alle Dinge davon so zerschlagen? Okay, aber nicht überall ist was drunter. Nice! Um Erlösung mit der Kraft der Aufgerüsteten. Ist klar, Alter, diese Kreuzklinge, ne? Ausgewogenheit. Wenn man sie mit diesem fehlenden Konflikt beschäftigt hält, kann das Universum selbst rein bleiben. Das ist eine seltsame Methode, für Gleichgewicht zu sorgen. Besonders für so mächtige Wesen. Darum sage ich, wenn du Zweifel hättest, würde ich das verstehen. Warte mal. Heilungsfragment. Alter, wie viel von diesen Scheißdingen? Okay. Oh! Alter! Oh. Geh mal weg. Interessant, jetzt können wir hier so einiges anstellen. Hey, wisst ihr, was mich mal interessiert? Das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Bams, Alter, wie geil ist das denn? Sie haut einfach die fette Kugel raus. Also die Magiefähigkeiten der Reiter sind wirklich nice. Warte mal. So. Weg mit dir. Seelenernte. Wie habe ich das jetzt gekriegt? Sammle 100.000 Seelen ein? Ja gut, passt ja. Gehen wir schon immer relativ viele aus für. Unser großäugiger Freund. Versuch diesmal nicht zu sterben. Ah, ich glaube, das Ding sucht uns. Nice. Aber die Folge ist vorbei, meine Freunde. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer, lasst doch eine Bewertung da und Kommentar, ja, dann sehe ich, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ihr könnt ja auch gerne ein Abo da lassen, wie gesagt. Euch kostet es nichts. Und mir könnte das eventuell ein bisschen helfen, mehr Zuschauer zu bekommen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein!